DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS... Hallo und herzlich willkommen bei CT Zockt. Ich bin Christoph von Heise Online und heute zeige ich euch F1 2020, das neueste Spiel der offiziellen Formel 1 Spiele von Codemasters. Die reale Formel 1 Saison wurde ja aufgrund des Coronavirus erst deutlich verspätet gestartet und das auch mit einem verkürzten Rennkalender. In F1 2020 können wir hingegen die Saison so spielen, wie sie ursprünglich geplant war, also mit insgesamt 22 Rennen, von denen die Kurse im niederländischen Zandvoort und im vietnamesischen Hanoi neu dabei sind. Ebenfalls neu ist ein Splitscreen-Modus, sogar am PC, das kennt man ja eher selten, und ein überarbeiteter Karrieremodus, genannt My Team-Modus. Im Vorgänger F1 2019 war es noch so, dass die Neuerung war, dass man als Rookie aus der Formel 2 kommt und in die Formel 1 aufsteigen konnte. Da fuhr man dann so drei kurze Events und lernte den Teamkollegen Weber kennen und den Rivalen Butler, die fiktive Rennfahrer waren, und da entspann sich dann eine Story und ja, ich persönlich fand sie ein bisschen nervig. Und zudem war das Problem, zumindest fand ich, wenn man dann in die Formel 1 aufstieg nach diesen drei Events, dann kamen die beiden mit. Sprich, von den 20 Fahrern, von den 20 realen Fahrern, fielen schon mal drei einfach weg, weil nicht nur man selbst ein Cockpit brauchte, sondern eben auch die beiden KI-Kontrahenten. Und das fand ich schon schade. Also wenn man dann irgendwie in einem der Top-Teams gestartet ist, fielen bei Mercedes, Ferrari und Red Bull jeweils die Zweitfahrer quasi raus, sodass nur noch Hamilton, Vettel und Verstappen dabei waren. Und das fand ich schon schade. Den Formel-2-Start gibt es immer noch, allerdings ohne Butler und Weber, sodass nur noch ein Cockpit quasi, also ein Fahrer ersetzt wird, und zwar mit einem selbst. Das ist okay. Man kann sich sogar aussuchen, wen man ersetzt. Und aber jetzt neu, wie gesagt, ist der My-Team-Modus. Dabei erstellt man dann ein eigenes Team zusätzlich, ein 11. Team, sodass das Fahrerfeld auf 22 anwächst. Und kein Stammpilot sein Cockpit räumen muss und sogar noch ein zusätzlicher Formel 2 KI-Pilot mit aufsteigen darf. Den kann man sich dann aussuchen. Man ist dann nämlich nicht nur Fahrer des neuen Teams, sondern auch Teamchef, kümmert sich um den Motorenlieferanten, um Fahrzeugentwicklung, um wie gesagt den Teamkollegen, Sponsorenverträge, die einem dann bestimmte Ziele vorgeben. Und ja, ich würde sagen, das schauen wir uns auch direkt einmal an. Der MyTeam-Modus ist hier. Wird hier dann noch einmal kurz erklärt. Willkommen bei MyTeam. Hier kannst du die Formel 1 nicht nur als Fahrer erleben, sondern auch als Besitzer eines brandneuen F1-Teams. Als allererstes müssen wir einen Charakter auswählen. So, Charaktererstellung muss man am Anfang einmal machen, wenn man das Spiel neu startet. Gut, weiter geht's mit ein paar wichtigen Details deines neuen Teams. Wichtige Details. Ich bin gespannt. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Wie möchtest du dein Team nennen? Ja, ganz einfach. Wir sind CT Zockt, also sind wir... Ey. Da. CT Zockt. Sehr gut. Jetzt brauchen wir unbedingt ein festes Einkommen. Also müssen wir uns einen Primärsponsor suchen. Ja, Hauptsponsor, immer wichtig. Unser Primärsponsor wird dem Team im Voraus einen Vertragsabschlussbonus zahlen, den wir brauchen, um unsere ersten Investitionen zu finanzieren. Außerdem zahlen sie uns ein wertvolles wöchentliches Einkommen. Jeder Sponsor hat ein bestimmtes Ziel, das unser Team erreichen muss. Wenn wir das schaffen, erhalten wir von unserem Sponsor zusätzlich einen Zielbonus. So, das ist jetzt der Punkt. Also die Saison... Man kann in der Karriere nicht nur eine Saison fahren, man kann bis zu 10 in Folge fahren und entsprechend sind dann natürlich diese Zielboni dann für die darauffolgende Saison interessant. So, wir haben jetzt verschiedenste Sponsoren, irgendwas, was ich nicht lesen kann. Dann gibt es hier noch Equinox, Slingshot Fuel, TriStar, boah, das war ganz grausam, Shark Loop würde ich schätzen. Und Pacifico.
So, man sieht halt, also nach rechts hinten hin wird der Unterzeichnungsbonus immer höher. Also hier kriegt man 4,2 Millionen zum Start und hier 5,2 und die Ziele sind natürlich auch andere. Also während man hier nur eine ganze Saison abschließen muss, egal wie wo, muss man beim Hintersten schon mal mindestens 25 Konstrukteurspunkte kriegen. Der hier will zumindest 5-mal in den Top 10 landen. Und ja. Ne? Aber wir wollen ja ein schönes Team aufstellen, also nehmen wir mal. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Genau. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Das war. Jetzt haben wir halt das meiste Geld, um das Auto zusammenzubauen. Großartig. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeiten kannst. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ja, das sagtest du schon. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Unser Triebwerk sollte leistungsstark und strapazierfähig sein. Aber wir müssen auch auf die Kosten achten. Es gibt noch viele andere Dinge, in die wir Geld investieren müssen. So, wir haben vier Motorenlieferanten zur Auswahl. Honda, Renault, Mercedes und Ferrari. Und aktuell, zumindest in diesen Statistiken, ist der Ferrari-Motor nicht nur der teuerste, sondern auch der beste. Wenn man sich das erste Rennen angeschaut hat, würde man das, glaube ich, eher bestreiten. Da hat Codemasters noch nicht am Balancing sozusagen nachgefeilt, also sprich an der Realität. Da müssten dann die Mercedes auf jeden Fall höher sein und wahrscheinlich sogar der Honda. Aber solange der Ferrari so gut ist, nehmen wir den Ferrari. Wir so gut wie alle wichtigen Partner, die unser Team braucht. Aber uns fehlt noch ein Teamkollege für dich. So, jetzt kommt der Kollege. Hier siehst du die Fahrer, die du zu deinem ersten Teamkollegen machen kannst. Sie haben alle ihre persönlichen Stärken und Schwächen, also überleg dir gut, wen du einstellen willst. Die Fahrer verdienen Anerkennung mit ihren Leistungen auf der Strecke. Hat ein Fahrer genug Anerkennung gesammelt, steigt er ein Level auf. Je höher das Level eines Fahrers ist, desto mehr Anerkennung verschafft er seinem derzeitigen Team. Und je schneller sich unser Teamlevel erhöht, desto schneller steigt unser Einkommen. Je mehr Erfahrung ein Fahrer hat, desto mehr Ressourcenpunkte können für Fahrzeug-Upgrades verdient werden. Rennkunst ist die Kunst, erfolgreich zu überholen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit, Fehler und Unfälle zu vermeiden. Tempo beschreibt die Fähigkeit, schnelle Rundenzeiten zu fahren. Wertung ist eine Zusammenfassung aller Fähigkeiten eines Fahrers. So, das haben wir auch schon mal erklärt. Also wir haben jetzt hier am Start erstmal ein paar zur Auswahl. Ralf Boschung, Tatjana Calderon, Luis Delatres, Dorian Boccolacci, sprechen wir bestimmt anders aus, ein Franzose, Luca Giotto, Antoine Hubert, Nobuharu Matsushita und Nick de Vries. Das Roster hier ist ein bisschen zufallsgeneriert, also die Auswahl ist zufallsgeneriert. Ich habe auch schon gesehen, dass es zum Beispiel Mick Schumacher gibt. Wem also hier die Auswahl nicht zusagt, der kann nochmal quasi neu starten und hoffen, dass ein Fahrer dabei ist, der einem lieber ist. So, die hier fallen aber eher alle raus, weil die sind zu teuer. Wir haben noch 1,1 Millionen über nach dem Ferrari-Motor. Das heißt, wir haben letztlich, ja, genau, diese vier hier zur Auswahl. Und da würde ich mal stumpf sagen, das hier ist die beste Wertung insgesamt. Hat aber die niedrigste Erfahrung und die niedrigste Rennkunst. Halbwegs aufmerksam und schnell. Okay, naja, egal. Ja, diesen Motorenhersteller und diesen Teamkollegen können wir uns leisten. Yippie. Wenn du zufrieden bist, kannst du bestätigen. So, ja. Bestätigen wir mal, ne? Als nächstes wählen wir die Lackierung aus, die wir in dieser Saison verwenden. Wenn wir im Laufe des Jahres mehr Sponsorenverträge kriegen, können wir weitere Namen hinzufügen. Und keine Sorge, im Hauptquartier kannst du unseren Look jederzeit ändern. Genau, das ist wichtig, weil mittlerweile sind ja Season Passes und so total toll.
Und man kann sich auch bei Formel 1 jetzt verschiedene Sachen freischalten, indem man tägliche Ziele und wöchentliche Ziele etc. macht und dabei dann neue Cosmetics freischalten, wie Siegesposen, Autolackierungen etc. Und das möchte man dann ja im Zweifel ans Auto anbringen. So, das hier ist jetzt die Standardlackierung. Man kann aber auch eine neu erstellen. So, schauen wir mal. Also, hier ist nochmal eine. Weil die Formel 1 ja dieses Jahr 70 wird, gibt es da einmal Speziallackierungen für 70 Jahre Formel 1. Das hier ist nochmal eine Michael Schumacher-Lackierung für Michael Schumacher-Edition. So, und hier sind dann die ganz normalen. Da kann man dann noch die Farben anpassen. Nein, das wollte ich nicht. Die Farben anpassen, wollte ich doch gerade zeigen. Da, Farbe ändern. Na, also dann. Zip. Kann man hier was ändern? Kann die Sättigung nochmal ändern? Kann die Luminanz verändern? Und hier die Zweitfarbe nochmal anpassen. Wobei ich gerade echt nicht weiß, was die Zweitfarbe ist. Also, Moment. Da, das ist die Zweitfarbe, ich wollte auch schon sagen. Irgendwie tut sich da nichts. Also dann kann man hier irgendwie sowas machen. Also an sich ist ja recht blau irgendwie von der Farbgebung. Was ist denn da jetzt schon wieder passiert? So. Und es gibt noch gesperrte Anpassungsartikel, die man irgendwie freischaltet. Ne? Also hier zum Beispiel da. Das ist Podium Pass, so heißt der Season Pass hier, Level 2. Das hier ist Level 25, Level 11, achso, war Level 11 Silber, Level 24 Silber. Also man kann hier ganz viel, also nicht ganz viel, aber halt auf jeden Fall noch ein paar Sachen freischalten. Uns soll es egal sein, wir machen den jetzt mal so. Weitere Sponsoren haben wir noch nicht. Was hat der denn jetzt? Den doch ausgerüstet. So. Nicht Jetzt bearbeiten. brauchen wir noch ein Abzeichen für unser Teamlogo. Du kannst ein vorhandenes Abzeichen wählen und bearbeiten oder ein komplett neues erstellen. Also das hier ist das voreingestellte Logo. Und dann kann man hier aus, also erstmal wieso hier die Hintergründe sich zusammenbasteln. Wollte jetzt eigentlich nicht so viel Zeit drauf verwenden. So, nehmen wir mal das da. Dann hat man hier noch verschiedene. Ah, okay, das ist das 70 Jahre Formel 1 Logo. Das sieht komisch aus. Auch da. Ach komm, nehmen wir das. Das sieht witzig aus. Kann auch jetzt die bearbeiten. Also. Also hier nochmal die Farben irgendwie. Wobei ich hier schon wieder nicht weiß, warum sich hier. Achso, Moment, die Luminanz. Da. Ändert sich das hier. Man kann auch irgendwo. Dachte ich zumindest. Ja, machen wir auch Voreinstellungen zurück, das sieht komisch aus. Wir nehmen jetzt einfach mal das. So, fertig. Zu guter Letzt müssen wir noch unsere Teamfarben auswählen. Du wirst diese Farben überall im Hauptquartier sehen und sogar auf der Kleidung unserer Mechaniker und der Boxencrew. Ja, ne, also momentan sind die Jungs hier noch ziemlich in Rot. Man kann jetzt hier die Lackierungsfarben kopieren, dann kommt es ungefähr auf das, was man sich da zusammenlackiert hat. Das finde ich eigentlich ganz schick. Klasse, das wäre alles. Super. Was wir hier. So, dann kann man sich hier die Saisonlänge noch überlegen. Also wie gesagt, es gibt einmal die volle Saison mit 22 Rennen, dann kann man aber auch eine leicht verkürzte mit 16 oder eine stark verkürzte mit 10 Rennen nur machen.
Und man kann das dann aber auch. Eigentlich hatte ich gedacht. Achso. Also man kann das dann aber auch irgendwie noch verändern. Dann schmeißt man zum Beispiel, keine Ahnung, England wieder raus. Also man kann sich das hier so zusammenbasteln, wie man das möchte. Wir machen jetzt aber eine volle Saison natürlich. So, und dann geht es hier weiter mit den Einstellungen. Es gibt jetzt hier einen Rennstil noch, rechts zu sehen. Standard ist voreingestellt, man kann aber auch Gelegenheitsrennfahrer machen. Da sind dann sehr viele Fahrhilfen an, um es halt einfach Einsteigern in die Serie zu erleichtern. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ich bleibe aber auf Standard. Wir machen einen Blitzqualifying, das reicht. Einführungsrunde braucht keiner, 25% Renndistanz sind gut. KI-Stufe mache ich dahin, wo ich sie auch im letzten Formel 1 hatte. Ich glaube, ich hatte sie letztes Mal auf schwer. Ich glaube, ich war irgendwie so in dem Bereich. Dann gibt es hier noch die Gameplay-Einstellungen, also die Rückblenden, die Parkfermi-Regeln, den Autoschaden, den machen wir mal wirklich schön voll, sonst ist ja langweilig und ohne Safety Car passiert ja auch viel zu wenig. Und die Strafen ansonsten auch normal. Der Rennstart, den machen wir mal unterstützt. Oder war das dann? Ne, machen wir mal. Ich glaube, manuell habe ich letztes Mal auch gemacht. Reifentemperatur. Okay. Und Fahrertransfers ist an. So. Bei Fahrhilfen habe ich. Lasse ich das ABS an. Traktionskontrolle auf Mittel. Die Ideallinie in den Kurven, weil sonst verpasse ich jeden Bremspunkt gefühlt. Und ich schalte, automatisch, weil sonst komme ich hier ständig durcheinander. ERS und DRS und die Benzineinstellung kann man auch automatisieren oder halt alles manuell machen. ERS haben sie geändert, da gibt es jetzt nicht mehr diese verschiedensten ERS-Modi. Das ist halt dieses Energy Recovering System, wo halt die Batterie genutzt wird. Sondern es gibt nur noch einen Overtake-Button, einen Überholknopf, und wenn man den dann drückt, dann kriegt man Power, und wenn man den wieder nochmal drückt und ausmacht, dann ist das wieder aus und fertig. Ja, und dann können wir hier in die Karriere starten. Was, wenn du... Mal was? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Achso, hier ist Saisonstart. So. Nochmal ein paar Infos. Wir haben es wieder mit der Presse und so zu tun. Und hier kommen wir jetzt zur Teamvorstellung. Und los geht's in 5, 4, 3. Hallo zusammen und Grüße aus dem Hauptquartier des neuesten Teams in der Formel 1. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der möglicherweise aufsehenerregendsten Teilnahme in der Formel 1 seit vielen Jahren. In den letzten 10 Jahren gab es immer wieder viele neue Teams in der Formel 1, darunter Manor, Caterham, HRT und natürlich Haas. Einige davon waren erfolgreich, einige sind mit anderen Teams verschmolzen und manche sind komplett verschwunden. Was allerdings diesen Rennstall von den anderen unterscheidet, ist, dass der Besitzer auch selbst der Fahrer ist. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 zwar schon öfter. Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill und Bruce McLaren saßen alle am Lenkrad ihrer eigenen Wagen, aber heutzutage ist so etwas wirklich extrem selten. Und eine weitere Besonderheit ist, dass nicht nur das Team zum ersten Mal in der Formel 1 an den Start geht, sondern auch sein Fahrer und Besitzer. Egal, was in dieser Saison passiert, sie haben jetzt schon Geschichte geschrieben. Es ist allerdings eine Mammutaufgabe, ein Formel 1-Team zu leiten und auch dafür zu fahren. Fühlen Sie sich dem gewachsen? So, jetzt haben wir hier diese üblichen Interviews, da kann man sich dann eine Antwort aussuchen. Es geht ja nicht um mich, sondern ums Team, das finde ich gut. So, wir sind Teamplayer.
Jedes Team braucht bekanntlich zwei Fahrer, aber was genau hat Ihren Teamkollegen für Sie attraktiv gemacht? Ja, der passt so gut ins Team. Niemand landet gerne am unteren Ende der Tabelle. Welches Team würden Sie gerne schlagen? Ja, mal schauen. Nehmen wir mal hier die Alfa Romeos. Was glauben Sie, wie der Wagen sich auf der Strecke anfühlen wird? Wo soll ich das wissen? Ich habe ihn selbst noch nicht gefahren. Die Simulation sieht gut aus. Die anderen Teams haben alle jahrelange Erfahrung, sowohl auf als auch abseits der Strecke. Wie planen Sie, diesen Vorsprung auszugleichen? Das schauen wir mal. Überholen ist bei diesem Sport sehr wichtig. Wie haben Sie sichergestellt, dass Sie mit Ihrem Wagen jede Chance, die sich Ihnen bietet, nutzen können? Der ist, ja genau, der Motor. Wir haben ja den stärksten Motor genommen. Und zu guter Letzt, auf welche Ihrer neuen Abteilungen sind Sie am stolzesten? Ja genau, der Motor. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Boni dafür. So, mehr Zeit haben wir leider nicht. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, Sie alle wiederzusehen und zu sehen, wie sich dieses neue Team bei seinem ersten Grand Prix schlagen wird. Und Schnitt. Tolles Interview, Boss. Schön. Du hast genau auf den Punkt gebracht, woran unser Team gearbeitet hat. Super. Wenn du Zeit hast, solltest du dir den F&E-Baum ansehen, um unseren aktuellen Fortschritt zu überprüfen und nachzusehen, wo es unserer Meinung nach noch Raum für Verbesserungen gibt. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich einen Rundgang im Hauptquartier machen und dir den Zustand des Teams ansehen. So, das machen wir doch auch direkt mal. Also wir sind in der Übersicht, da sehen wir den Kalender quasi einmal, was so als nächstes ansteht. Und das nächste ist, also wir haben aktuell den 12. März. Nee, da ist das nächste Rennen. Falsch, wir haben den 25. Februar. So. Es gibt dann hier... Es ist wichtig, dass die Zeit zwischen den Rennen optimal genutzt wird. Mhm. Und genau darum geht es hier. Mit einer effizienten Zeiteinteilung kannst du die Leistung des Teams maximieren. So, wir haben jetzt hier nämlich Aktivitäten, die wir auswählen können. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tage Zeit bis zur Autoverführung. Das passt genau nicht für zwei Aktivitäten. Dann schauen wir mal. Also wir haben hier zur Auswahl eine Pressetour, einen Warenverkauf. Also Merchandise gibt uns ein bisschen Geld. Eine Werbekampagne kostet uns Geld. Trainingslager macht den Teamkollegen besser. Einen Schwerpunkt setzen, entweder für Triebwerk und Strapazierfähigkeit oder für Aero und Chassis. Das macht dann die beeinflusst die Abteilungsmoral und gibt Ressourcenpunkte. So, und ich würde sagen, wir machen mal das hier. Und schauen dann, was wir hier noch haben. Hier gibt es Nachrichten. Ja, ist okay. Ist glaube ich jetzt nicht so wichtig. Hier kannst du unsere Einrichtungen begutachten und sehen, was sie bewirken. Du kannst auch Firmengelder in diese Einrichtungen investieren, um sie zu verbessern. Na, also das ist dann halt die Aero-Abteilung, Chassis, Strapazierfähigkeit, Triebwerk und dann noch Personal und Marketing. Ja, also wir sehen hier auch schon, Triebwerk hat schon, weil ich da immer was Gutes gesagt habe, war zweimal im Interview, die sind schon ein bisschen besser aufgestellt, die haben hier schon ein paar Upgrades drin, ja, sieht man die Schrauben hier auch am Motor, die sind hier schon ganz gut aufgestellt, so für den Anfang. Und dann haben wir hier Forschung und Entwicklung. Da kann man dann, sieht man hier, dass der Ferrari-Motor schon ein paar Upgrades hat, vorinstalliert. Und man kann sich hier jetzt noch weitere aussuchen. Es gibt dann auch eine Fehlschlagsrate, also es kann auch schief gehen, das muss nicht immer klappen, wie in einer echten Formel 1 auch. Ja, und das gibt es ja auch nochmal für Strapazierfähigkeit, für Chassis und für Aero.
und ich gehe immer ganz gern auf die Strapazierfähigkeit, weil einem gefühlt immer viel zu schnell die Autos verenden. Und wir sehen schon das Getriebe. Da haben wir mit das Beste. Ja gut, das ist ja auch, ja, es gehört zum Motor und der Motor ist halt der von Ferrari. Ne? Und jetzt sehen wir, da sind wir auf einer Stufe mit Ferrari und mit Alfa und mit Haas. Ich bin echt mal gespannt, ob und wenn ja, wann und wie Codemasters das nochmal anpasst an die realen Bedingungen. Ja, ich verbessere immer gerne die Haltbarkeit fürs Getriebe, weil mir die immer viel zu schnell um die Ohren fliegen. So, was haben wir noch? Turbo oder der Motor selbst? Den machen wir noch mal. Ah, ne, das geht nicht. Das hängt davon ab. Okay. Dann können wir hier noch mal gucken. Dafür habe ich nicht genug Ressourcenpunkte. Dafür auch nicht. Wie viel habe ich? Ah, 500 habe ich noch. Ist ja doof. Kann ich hier noch was machen? Ja. Was macht das? Ah, da sehen wir das Chassis. Da sind wir unten. Da sind wir ein bisschen besser als Williams und Haas. Aber schlechter als alle anderen. Das Upgrade bringt uns mehr. Nehmen wir mal das da. So. Jetzt haben wir auch alle Ressourcenpunkte aufgebraucht. Dann sehen wir hier noch das Fahrzeug. Ne? Also wir haben insgesamt für die gesamte Saison drei Motoren. Drei kinetische und Hitze-MGUs, zwei Batterien sozusagen, zwei Energiespeicher, drei Turbolader, zweimal die Steuerelektronik und dann hier ein Getriebe nur? Ich dachte, man hätte zwei. Ah, ich glaube, erst nach ein paar Rennen kann man das ändern. So, ach halt, da war noch. Das finde ich schön, das war im letzten, meine ich nicht so, zumindest habe ich das nicht gesehen, dass man schon vorm Rennwochenende sich die Reifeneinteilung, Aufteilung ansehen kann. Ne? Also, dass man sagen kann, ja, nee, ich hätte aber gerne lieber ein härteres Setup, dann kriegt man einen harten Reifen mehr. Oder nee, ich möchte ganz viele weiche Reifen fahren, hart brauche ich nicht. Das ist eigentlich ganz nett. So, dann habe ich hier die Firma noch ein bisschen, ne? Da haben wir den Hauptsponsor Pacifico, da haben wir die Verträge. Der hält auch nur bis zum 6. Juli, der Vertrag mit unserem Teamkollegen. Das hier ist der Fahrermarkt. Hier kannst du dir relevante Details zu jedem Fahrer ansehen, Fahrer vergleichen und sie zu deiner Watchlist hinzufügen. Watchlist. Während der Zeit für Vertragsverhandlungen kannst du hier die Fahrer kontaktieren, die du einstellen willst. Ja, also wenn man da auf die reale Saison guckt, sollte der gute Vettel ja wahrscheinlich hochinteressiert sein an einem neuen Cockpit. Und ansonsten sehen wir hier halt. Ah, okay. Also bis hier sind es die realen Fahrer, also die Formel 1 Fahrer. Und hier beginnen dann die Formel 2 Fahrer, die man sich noch ins Team holen könnte. Und das sind jetzt auch mehr. Obwohl, nee, das ist tatsächlich Formel 1 Fahrer, der Latifi. Das sind jetzt auch mehr als in der ursprünglichen Auswahl. Ah, hier ist unser Kollege. Hier ist der gute Mick Schumacher. Und das war's. Jo, ist doch schon mal einiges zur Auswahl. Dann haben wir hier noch die Finanzen. Die sehen aktuell ganz gut aus. Wöchentlich machen wir 100.000 Dollar plus. Ja, okay, da gibt es noch nicht so viel. Und hier kann man dann halt Charaktere, Namen, Farben, Abzeichen und Lackierungen auch jederzeit während der Saison ändern. Und dann gibt es hier noch eine Rangliste. Wir sind aktuell 11. Team und ich bin wahrscheinlich auch Fahrer Nummer 22. Und ja, dann haben wir das. Und würde ich sagen, da wir jetzt ja schon geplant haben, wie die Woche weiter verläuft. Machen wir mal weiter. So, und da sind wir jetzt bei der Autovorführung.
Ja, schön dramatisch. Kriegen wir auch gleich ein Achievement für. Sehr schön. Na, das ist jetzt unser neues Auto. Und können wir nochmal schauen, ob jetzt. Ja, hier haben wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Da können wir nochmal irgendwas reinpacken. Ach komm, schicken wir den Kollegen mal ins Trainingslager. Perfekt. Und nein, gibt's keine. So. Und damit sind wir beim ersten Rennwochenende in Australien, das ja leider nicht stattgefunden hat, was ich sehr schade finde, weil ich mag die Strecke in Melbourne sehr gerne. Hier können wir auch nochmal die Reifenauswahl festlegen, wo ich eben schon war, aber wir bleiben mal bei dem Standardding. Ach ja, nochmal zur Info. Ich fahre mit einem, also ich spiele mit einem Xbox One Gamepad am Windows 10 Rechner mit DirectX 12. DirectX 12 erwähne ich konkret deswegen, weil ich im letztjährigen Spiel mit DirectX 12 arg Probleme hatte. Das habe ich hier bislang noch nicht erlebt. So, und jetzt sind wir hier an unserem Arbeitsplatz. Können uns hier auch umschauen. Jetzt sind die Kollegen. Und dann hat man hier, wie auch schon in den vorigen Spielen, also einmal hat man hier noch ein paar Optionen und Fahrhilfen kann man hier nochmal einstellen. Das finde ich ganz nett. Man hat hier einmal die Nachrichten, Tutorials, bla, Wochenvorschau. Ja, bla, hier nochmal den Wetterbericht. Das sieht doch gut aus. Und ja, also man kann hier na, ganz die drei Trainingssessions machen, dann ein Qualifying und das Rennen. Ich wollte jetzt aber nicht alles spielen, weil dann wird das Video zu lang. Aber ich will zumindest mal starten. So. Runde 1, Training 1 in Australien. Alles schön Corona-frei, keiner muss Masken tragen, alle sind gesund. Guten Morgen, Boss. Jeff hier. Nochmal Moin. danke, dass ich ins Team geholt wurde. Hier gibt es viele talentierte Kollegen und ich bin gespannt, was wir so alles erreichen können. Der Weg zum Konstrukteurstitel beginnt hier. Dein Bolide ist bereit, wenn du bereit bist. Ja, das war der gute Jeff. Der hat, das ist unser Renningenieur, den hatten wir auch schon im letzten Jahr. In der gnadenlosen Welt der Formel 1 sind freie Trainings ein wesentlicher Teil jedes Rennwochenendes. Während deiner Formel 1-Karriere kannst du diese Trainings nutzen, um Trainingsprogramme abzuschließen, bei denen du die Strecke kennenlernen und Punkte verdienen kannst, die du dann für die Entwicklung deines Autos investierst. Im Laufe dieser Trainings kannst du auch deine Autoeinstellungen anpassen, um noch ein paar Sekunden Bruchteile herauszuholen. Das Reglement sieht vor, dass du nach jedem freien Training zwei Trockenreifensätze für das Wochenende zurückgeben musst, also hol das meiste aus ihnen raus, solange du kannst. Ja, gut zu wissen. Na, also, dann schauen wir doch mal in die Session-Info. So, und da gibt es dann die Streckenakklimatisierung. Da fahren wir mal eine Runde und gucken uns die Strecke an. Das ist immer ein schöner Start. Reifenmanagement, Benzinmanagement, ERS-Management, Qualifying-Strategie sozusagen, Rennstrategie und dann gibt es noch allgemeine Ziele. Schneller Sektor 1, 2, 3, saubere Runde. Und drei durchgehend schnelle Runden. Ich nehme euch jetzt einfach mal zur Widme dieser Akklimatisierung. Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du wirst sie nicht Ja. alle in einer Session absolvieren, doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Jeff, sei doch mal ruhig. So, ich nehme euch jetzt mal eine Runde mit. Mal schauen, wie sich der Wagen so fährt. Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Viel Glück! Ja, danke. Ist hier auf den. Ah, Hilfe. Auf den harten Reifen. ERS einmal an, also Heckflügel auf. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf Ja. deiner MFA. Auf meiner wo? Oh, das war trotzdem Lindner das Tor. Das habe ich doch gefühlt gar nicht getroffen.
Da sind sie nachsichtiger geworden. Das war in der letztjährigen Version schwieriger. Nicht den Wagen verlieren. Nein! Apropos nicht den Wagen verlieren. Da habe ich das doch verloren. Zu früh aufs Gas gegangen. Ist mir das Heck ausgebrochen. Ja, ansonsten fährt sich der Wagen ganz gut. Sagte er. Und verlor fast die Kontrolle. Codemasters hat auch im Vorhinein noch mit den Fahrern in der Entwicklung zusammengearbeitet. Deswegen wurde unter anderem auch das ERS-Management so angepasst, wie es das jetzt ist. Und das finde ich ganz passend. So. Bei den folgenden Kurven scheinst du noch ein paar Probleme zu haben. Ja. Kurve 8, Kurve 10, Kurve 12, Kurve 13. Mobb mich nicht, Jeff. Langsam. Yes! Nicht den Wagen weggeschmissen. Ja, der liegt echt gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht nur die Motorenabteilung, sondern auch die Chassisabteilung loben können. Wusste ich ja nicht. Konnte den Wagen ja vorher nicht testen. Na, hätte man ja Preseason-Testing oder sowas, hätte man ja vielleicht auch noch einbauen können. Na? Das sieht doch schon gar nicht mal so verkehrt aus. Ich hasse diese Kurve. Aber ich hasse diese Kurve. So. Und wieder auf Start hier. Du hast diese Strecke so gut wie gemeistert. Das ja, ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Finde ich auch. So, ich mache hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im Qualifying wieder. So, damit sind wir beim Qualifying in Melbourne. Ja. Und dann geht's auch schon los. Wir haben jetzt hier theoretisch noch so ein paar Autoeinstellungen. Da haben wir jetzt das ausgewogene Setup genommen. Das ist zum Anfang immer ganz praktisch. Das passt meistens irgendwie am besten. Nicht zu langsam und auch nicht zu sehr am Übersteuern oder Untersteuern. Hier sehen wir nochmal, wo gerade die Teile jeweils sind von ihrer Belastung. Alles gut. Wir fahren auf den weichen Reifen, weil alles andere ist beim Qualifying nicht sinnvoll. Und damit würde ich sagen, geht's zur Strecke. Na gut, Hamilton darf schneller sein als ich. Bottas auch. Muss den Wagen in der Kurve verlieren. Das wäre schade. Ah, das war gut. So.
insgesamt der Teil der Strecke, den ich am schlechtesten kann. Weil ich immer am meisten Zeit liegen lasse. Wie man auch an Bottas sieht, der gerade schön von dannen zieht. Aber wie gesagt, die Mercedes sind hier auch nicht unsere Gegner. So, mal schauen. Na, Platz 11. Für ein Newcomer-Team? Das kann man mal machen. Gibt kleine Erfahrungspunkte. Sachen zum Freischalten und so. Neue Lackierungen. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Charles Leclerc. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen genau. Sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Norris und McLaren auf 7. So, wir sind voll in Alpha Tauri. Wir sind auch vor den Racing Points und zwar deutlich. Beiden vor den Haas. Kollege hat es nur auf den vorletzten Platz geschafft. Naja, man muss bei sowas auch immer schauen, da bin ich immer am Austarieren mit den Schwierigkeitsgraden. Der ist ja bei Codemasters sehr graduell einstellbar, dass man da versucht sozusagen, also das ist immer mein Ziel, da die passende Herausforderung zu bekommen. Aber ich glaube, von Platz 11 aus kann ich euch auch ganz gut erstmal im Rennen was zeigen. So. Man will ja auch ein paar Kämpfe sehen, ne? Auf der Strecke. Soll ja auch was passieren. Ich fahre mit 25%iger Distanz. Das sind dann, glaube ich, 15 Runden. Ja, da steht's auch. 15 Rennrunden. Schauen wir mal. Also an eine Box werde ich einmal müssen. Glaube ich. Die Reifen müssten da soweit abbauen. Die Zeit für Tests und Training ist vorbei. Ja. Jetzt wird es ernst. Das heißt, alles oder nichts hier im Orbit Park, der Heimat des großen Preises von Australien, seit 1996 und auch dieses Jahr Austragungsort von Runde 1 der Formel 1 Weltmeisterschaft. Da läuft ja auf dem Wasser rum. Orbit Park Circuit. Knapp 5,3 Kilometer öffentliche Straßen, am Rennwochenende natürlich für den Verkehr gesperrt, formen einen holprigen Kurs mit einigen Bodenwellen. Um den See herum gibt es insgesamt 16 Kurven und in Kurve 1 und Kurve 3 passable Überholmöglichkeiten. Na dann. Kann Mercedes den Kampf um seinen 7. Konstrukteurstitel in Folge mit einem Sieg beginnen? Oder können Ferrari oder Red Bull sich früher einen Vorteil sichern? Und wie schnell kann das neue Team sich bei den 22 Boliden am Start einen guten Platz erkämpfen? Es gibt viel zu diskutieren, Stefan, und ich bin froh, wieder dabei zu sein. Ja, Heiko, es war ein langer Winter und es ist schön, endlich wieder hier zu sein. Ich glaube, wir werden wieder die üblichen Verdächtigen um die Führung kämpfen sehen, aber zu Beginn einer neuen Saison gibt es immer die einen oder anderen Startprobleme und wer die am besten im Griff hat, wird heute im Vorteil sein. Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, dass es in dieser Saison 11 Teams gibt und das neue Team hat, man glaubt es kaum, einen Besitzer, der gleichzeitig Fahrer ist. So etwas haben wir in der Formel 1 seit Hector Rebaken nicht mehr gesehen und das ist über 40 Jahre her. Na, wie schlägt sich das Team bis jetzt? Naja, es ist schon schwer vorstellbar, dass eine so kleine Organisation in der gnadenlosen Welt der Formel 1 überleben kann. Und trotzdem sind sie hier, bereit für ihr erstes Rennen und wirken überraschend stark. Aber fürs Qualifying gibt es nun mal keine Punkte, also sehen wir mal, was sie im Grand Prix leisten können. Ja, es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Vettel, Alexander Albon und Norris, Ricciardo, Ocon, Sainz Junior und Kraft. Quert, Perez, Charles Leclerc. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Stroll. Gasly, Raikkonen, Kevin Magnussen und Romain Grosjean, Russell, Giovinazzi, Boccolacci und Nicolas Latifi. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Na, schauen wir mal.
Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. Ich doch nicht. So, wir können ja nochmal in die Rennstrategie gehen. Also, geplant. Wir haben jetzt zwei Strategien zur Auswahl. Wir können auch andere Strategien uns selbst zusammenbasteln. Wir starten auf weich und gehen entweder auf mittlere oder harte. Aber das ist ja unsinnig hier. Die Weichen länger fahren, um dann auf harte... Nee, wir bleiben bei der Strategie. Das finde ich gut. Unser Renningenieur wird sich da schon was gedacht haben bei. Dann starten wir mal. Ich habe den Start gar nicht mal so versemmelt. Da ist der Ferrari-Motor. Da. Gut. So viel dazu. Wir starten nochmal. Es gibt ja die netten Rückblenden. Muss ja nicht gleich am Start ausschalten, ne? Ein bisschen vorsichtiger. Platz weniger gut machen. Aber dafür auch nicht direkt ausschalten. So, wir sind ja auch gerade im ERS-Überholmodus, also mit maximaler Batteriekraft am Start, um hier vorne noch den Renaults ein bisschen zuzusetzen. Aber auf Dauer sollten wir die ausmachen. Ich glaube zumindest, dass ich im Überholmodus bin. Ah! Ocon, was machst du da? Bremst da einfach. Unsinnigerweise. Ah ne, okay, ERS war tatsächlich aus. Jetzt ist ERS an. Ich hätte gedacht, dass das beim Start... Ein guter Start. Ah... Das war eng. Wenn ich zu viel rede, mache ich Fahrfehler. Ich kurve mal wieder nicht. So. Na, das war doch schon besser. Nein! Das gibt's doch nicht! Ich hatte mich da doch so schön rangesetzt. Ja, wie ihr seht, ich nutze exzessiv leider die Rückspulfunktion, weil ansonsten hätte ich hier keinen Spaß. Schnellste Runde von Hamilton. So, hinter uns ist Sainz. Da wollte das Auto schon fast ausbrechen, weil ich zu lange auf dem Körper unterwegs war. Im hinten vor der Reifen. So. Komm schon, auch komm, mach einen Fehler. Sind ja schon nah dran, ne? Ja, es. Komm schon. Hä? Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur gering. Warum zum Henker geht mein rechter Frontflügel kaputt? Wenn ich links bin. Auf der linken Seite gegen Dotze. Das ist doch auch mal unsinnig, ist das.
Geraden schnappe ich mir. So zumindest die Hoffnung. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. So, nächster ist Daniel Ricciardo. Diese Saison noch bei Renault. Nächste Saison zusammen mit Norris, der vor ihm fährt, im McLaren. Aber der gute Australier ist ein bisschen fixer. Vielleicht streichelt er sich allein noch ein bisschen mit Norris und verliert Zeit. Oh, ich habe wieder zu viel geredet und den Platz nicht verpasst. Früh aufs Gas. Ja. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,5 Sekunden. Ah! Tricks. Ding. Ja, fangen wir hier wieder an. So, ich brauche mal schnell den Überholknopf. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde. Nee, tue ich nicht. Ich bin nicht so fahre, wie ich gerade gefahren bin. Ein Stress ist das, sag ich euch. Ein Stress. Aber ich muss sagen, das Auto fährt sich gut. Und also ich habe jetzt, im Vorhinein nicht groß noch die Trainingssessions gemacht. Also ich bin hier noch relativ frisch drin beim Fahren. Und ich muss sagen, es fährt sich ein bisschen responsiver als im Vorgänger. Und ansonsten, ja, Graf. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Grafisch alles schön, wie im letzten Jahr auch. KI überrascht mich offenbar auch hin und wieder, wie man gerade gesehen hat. Das Überholmanöver hatte ich dann. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Ja, habe ich schon, keine Sorge. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ist okay. Wie sehen die Reifen überhaupt aus? Und das geht aber noch. Zu früh aufs Gas und der Frontflügel ist weg. Nein, das ist doof. Mama. Ich muss da erstmal mich wieder ein bisschen einfahren. Ich merke das schon. Also wenn ich dann meine eigene Karriere so richtig aufnehme, die Kampagne spiele, muss ich nochmal ein bisschen vorher schauen. Auch dass der Schwierigkeitsgrad passt. Vielleicht probiere ich mich auch nochmal an einer manuellen Schaltung. Weniger Traktionskontrolle als Mittel, das habe ich auch schon häufiger ausprobiert. Kann man mit dem Gamepad leider fast vergessen. Also vor allem ich, der zu ungeduldig ist und dann doch den Gashebel einfach durchdrückt. Viel zu früh. Da fliegt mir das Auto dann ständig weg. So, okay, diesmal habe ich den roten Blinker gesehen. Oh.
früh wieder Gas geben. Ja, nochmal ERS an. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Tut's nicht. Schön wär's. Der Ocon ist jetzt gerade noch recht große Lücke. Da arbeitet sich gerade der gute Leclerc im Ferrari durch. Und Ocon kommt schon wieder. Hat dann auch gleich wieder DRS. Eigentlich immer DRS. Und ich halte auf jeden Fall mit den Renaults nicht mehr, wie man sieht. Also Ricardo hat mittlerweile über 6 Sekunden Vorsprung. Auch der McLaren ist weg. Aber wir sind hier halt auch ein neues Team. Ne? Also das möchte ich nochmal dazu sagen. Die sind hier. Oh, zu spät. Na gut, dann fahr auch an. Wir sind hier gebucht für ja die hinteren Plätze. Also kämpfen mit Williams, vielleicht noch Alfa Romeo und Haas. Die haben ja auch beide denselben Motor wie wir. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Ja, das ist schön fürs Boxenstoppfenster. Immerhin habe ich jetzt hier mal ein bisschen DRS. Das finde ich gut. Jetzt weiß man auch Ocon, wie man sich da fühlt, wenn ständig einer im Getriebe hängt. Schön den Wagen kontrollieren. Nicht abhängen lassen. Ja, jetzt hinter mir Sainz. McLaren. Ah! Ich hab irgendwas abgeschlossen, aber das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das war einmal. Also mit Vollgas kann ich die Schikane hier nicht fahren. So, mal schauen. Oh, das war der Kies. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Das ist gut. Dann bleiben wir draußen. Ich habe jetzt aber schon wieder ordentlich Anschluss verloren. Aber hey, ein paar sind schon in der Box. Das heißt, wir sind auf Platz 6 nach vorne gerutscht. Gut, den werden wir vermutlich nicht halten können. Ich werde versuchen, mit den Weichen noch ein bisschen durchzuhalten. Aber ich verliere langsam den Anschluss an die beiden. Ein bisschen ERS nutzen, um nochmal so weit ranzukommen, dass ich wieder DRS kriege. Da muss ich innerhalb einer Sekunde, sondern weiter aus habe ich nicht geschafft. Nein! Bin aus dem DRS-Fenster gefallen. Verdammt. Ärgerlich. Da fahren sie beide rein. Das hilft mir jetzt ja auch nicht. Und wir sind Erster.
unsere ersten Führungsmeter. Florian kommt in die Boxengasse. Ist okay. So, wo sind die Reif? Da guckt man einmal auf diese blöde Anzeige auf der rechten Seite und schaut, wie der Stand der Reifen ist. Und verliert sofort die Kontrolle über das Auto. Merke, nicht in der Kurve auf die Anzeigen schauen. So, wann fahren wir denn jetzt in die Box? Wir sind schon... Ah, doch, so langsam. Komm mal, ne? Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Stopp. Oh, da habe ich ein Hütchen mitgenommen. Wird schon niemand vermissen. Irgendwann muss das ja weg. Pass auf, der Wagen hinter dir hat frischere Reifen. Frischere Reifen hinter dir. Ach, echt? Hamilton, der gerade aus der Box kam, hat frischere Reifen als ich. Das ist ja mal eine Erkenntnis hier. Dann hole ich mir doch auch mal frische Reifen. So. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Wir stehen ganz hinten. Das heißt, ganz lange fahren, bis wir neue Reifen kriegen. Losfahren, losfahren. Joho. Das war unser letzter Boxenstopp. Okay, ist vorbei. Science auch, der war vorhin doch noch. Hinter mir, aber Ocon ist hinter mir. Witzig. Den haben wir also in der Box überholt. Science da für uns. Naja. Es ist ein Geben und Nehmen. Ah, die mittleren fahren sich gerade noch nicht so schön. Aber die sind auch noch nicht so wirklich warm. Was zu warm ist, sind die Bremsen. So. Er kann mal weg, lenkt mich nur ab. Unnötigerweise. Oh, ich glaube, meine Batterie ist alle. Habe ich die vorhin nicht ausgemacht? Das ist ja ärgerlich. Ist ja höchst ärgerlich. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,6 Sekunden. Hm. Ja, Batterie ist doch wieder da. Was war denn das? So, Ocon ist wieder im DRS-Fenster bei mir. Das missfällt mir. Den 10. Platz würde ich ja schon gerne nach Hause fahren, ne? Das wäre eine Position besser als im Quali. Und es wäre der erste Punkt fürs Team. Das heißt, ich muss mit meinem Überholknopf. Mein Überholknopf wird sozusagen zum Anti-Überholknopf. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Ja, ich setze sie da ein. Wo der Gegner wegen DRS schneller wird. Nehme ich hier. Ja, dann nochmal auf Start und Ziel. Oh, da vibriert der Controller. So, nochmal ERS an.
Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Unser Abstand noch zum Teamkollegen beträgt 3 Runden. 11,8 Sekunden. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, sollte reichen. Okay, alles klar. Moment. Ja, ich bin eine Runde übertagert. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Okay, wir haben virtuelles Safety Car. Das heißt, ich muss innerhalb des Tempolimits sozusagen bleiben. Weil der gute Lance Stroll ausgeschieden ist. Von Racing Point. Virtual Safety Car bringt mir natürlich nicht viel, da hole ich ja nicht auf zum Gegner. Ganz im Gegenteil, ich kann nicht aufholen. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig, damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,8 Sekunden. Ja, danke auch. Ich habe jetzt mal die Benzinmischung auf Fett gestellt. Ja, es kurz an. Jetzt verbrauchen wir mal ein bisschen mehr Sprit. Und ich habe noch mehr als genug im Tank, um zu Ende zu fahren. Vielleicht. Ne, ich glaube nicht, dass wir es einfach kriegen nach der VSC-Phase von eben. Aber zumindest Ocon hinter uns halten wäre ja schon mal viel wert. Und vor allem Ocon aus dem DRS-Fenster halten wäre schön. Vordermann, der gibt Gas. Also auf Sainz verliere ich Zeit. Aber zumindest Ocon kann ich hinter mir halten. Passiert zwar eigentlich gerade nicht wieder Strecke, aber das ist Stress pur. So, 1,5 Sekunden, 1,4, 1,3. Oh Gott, auch noch hier auf. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,7. Nein! Ich wusste es, dass ich den hier wieder wegschmeiße. Ich schmeiß den Wagen so gerne in dieser Kurve weg. Zu viel gewollt. So. Gleich die letzte Runde. Immerhin, auch von nicht im DRS-Fenster. Das ist gut. Man muss den Gegner ja nicht unnötig helfen. Ja, erstmal mal an, alles aus der Batterie holen. Was geht? Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, ich weiß. Ja, erstmal wieder aus.
Das könnte ich schaffen. ...1,7 Sekunden Vorsprung. So, jetzt hier die Schikanen nicht wieder versammeln. Ja, S nochmal an. Dann spucken wir da auch nochmal. Das wird helfen, ich weiß. Punkte! Punkt. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Immer. Hey. Fahrer des Tages, leg her. Okay. Was hat ihr denn gemacht? Das Mercedes-Team hat heute eine fantastische Leistung gezeigt. Sie sollten stolz sein. Was haben sie denn gemacht? Stefan, wie konnten sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Ja, ja, das ist immer die gleiche Analyse. Von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Albon Podest auf 3. Nicht Verstappen. Ja, an den Emotionen können wir noch ein bisschen arbeiten. Emotionen. Aber gut, so Serie. Ja, was? Irgendwas fahre in mein Team irgendwas. So, ich habe jetzt Level 2 erreicht. Yay. Ich habe einen neuen Helm freigeschaltet. Und eine komische Lackierung. Wir haben einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Mein Fahrer des Tages ist Charles Leclerc. Er war heute nicht aufzuhalten auf der Strecke und hat seine Konkurrenten mit Leichtigkeit auf die Plätze verwiesen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Aber das ist doch gar nicht mal so schlecht. Der Kollege hier hat es zumindest von 21 auf 16 nach vorne geschafft. Da hat er doch ganz gut auch geleistet. Na, sieh mal, das Team ist also jetzt irgendwie leistungstechnisch so vor Alpha und Williams und Haas halbwegs positioniert. Jo. Kann man sich nochmal Wiederholungen oder Highlights anschauen. Können ja nochmal, ist in den Highlights, ist da vielleicht der Start? Ja. So, wo sind wir? Da hinten sind wir. Mitten im Feld. Ja, gar nicht mal so schlecht gestartet, ne? Die Farbe ist schon recht auffällig. Den Wagen finden wir wenigstens wieder. So, hier ist ein Cut. Ach ja, meine Überholmanöver. An Ocon vorbei. Das war eng, aber sauber, finde ich. Aber sauber. Na. Ja, das war jetzt vielleicht nicht ganz so sauber. Gut, belassen wir es mal dabei. Gehen wir mal weiter. Schauen wir, was passiert. Es müssten wahrscheinlich wieder Interviews kommen. Ja. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Ja, wie war es aus meiner Sie haben Sicht? Alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Kann ich nicht verraten. Geheimnis, ich bin der beste Fahrer. Ja klar, es gibt kein Geheimnis. Ja, komm, wir sind ein tolles Team. Ist ja auch mein Team, ne?
Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Nein, gar nicht. Nö, kein Kommentar. Tja, ich hoffe, dass Sie bald mit ein paar Verbesserungen aufwarten können. Das klang jetzt aber nicht sehr nett. Sogar noch ein Achievement, Promising Start. So. Aha, das Team hat jetzt schon auch Rang 2 erreicht. Das ist doch schön. Auch nochmal 100.000 Dollar gemacht. Sind jetzt bei 794.000. Mensch, da können wir ja richtig Party feiern. Und ab ins Hauptquartier. Mal schauen, kommt da noch irgendwas? Gibt es irgendwie... Nö. Okay. Was war da gerade? Keine Ahnung, irgendwas war da rot. Na gut, sei es wie es sei. Also, ja, das war das erste Rennen. Das erste Rennwochenende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, also so Ersteindruck. Fährt sich gut. Letztlich. Aha, schick. Letztlich, also Kopmos hat jetzt ja auch Erfahrung. Also ist jetzt das 11. Spiel, das 11. Formel-1-Spiel, was sie jetzt in der Reihe gemacht haben. Und entsprechend sind sie da auch schon ein bisschen routinierter. Sie haben jetzt auch im Vorhinein jetzt diesmal auch mit Fahrern gesprochen, sich Feedback eingeholt. Deswegen haben die Autos teilweise auch einfach... ja, sind ein bisschen grippiger, sind ein bisschen responsiver. Das war wohl so eins der Feedbacks, was sie bekommen haben. Auch, dass halt das frühere ERS-Management dann doch nicht ganz der Realität entsprach. Ne? Dass man halt die Fahrer eigentlich wirklich nur diesen Überholknopf haben und sonst sich da nicht groß drum kümmern. Und ja, ansonsten, also ich finde die My-Team-Idee finde ich super. Ich kann dadurch halt alle realen Fahrer in der Saison halten, also ich fahre gegen alle, die auch dabei sind und ja, ein eigenes Team aufbauen, noch ein bisschen Management da sozusagen, das ist ganz nett, das hat irgendwie was, auch vor allem halt das eigene Design dann, also man kann dann ja noch die irgendwie freigeschalteten Sachen, wo haben wir das denn? Nee, das sind auch nur die Reifen, das ist die für, da sind Anpassungen, aha. Also Autolackierungen, die man dann noch machen kann, irgendwie. Aber da haben wir jetzt noch keinen neuen freigeschaltet. Aber dass man da noch halt was individualisieren kann. Das finde ich schon nett. Das hat was. Und ja, also ich hatte Spaß. Ich habe aber auch jedes Jahr wieder Spaß mit den Formel 1 Spielen von Codemasters. Und mal schauen, wie lange ich diesmal spiele. Ich habe irgendwie noch nie eine ganze Saison zu Ende gespielt, weil ich dann doch irgendwann ja die Ausdauer verloren habe. Bei 22 Rennen in der Saison jetzt hier, da ist die 25% Distanz, die macht es realistischer, als durchzuspielen, würde ich sagen. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst gerne dann ein Like da und auch einen Comment. Sagt, was ihr vom Spiel, vom Video haltet. Und ja, dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Hören uns vielleicht wieder in einem weiteren Angezockt oder Let's Play. Bis dahin, macht's gut!